Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream. Ich möchte auf zwei Sachen eingehen, die nicht direkt mit der Buga zu tun haben, sondern mit dieser Vorlage. Aber ich möchte beginnen damit, dass ich persönlich die Buga-Bewerbung eigentlich ganz hübsch finde. Und ich bin da auch ganz bei Herrn Zastrow. Das ist eine große Sache. Wir sollten das mal daraus jetzt was machen oder, wie man so schön sagt, endlich mal machen. Und wie es dann genau ist, da können wir uns die nächsten 10 Jahre, ich hoffe, konstruktiv Gedanken machen. Die zwei Sachen, auf die ich hinweisen wollte, am Rande dieser Vorlage, ist erstens, dass es sehr, sehr schön ist, dass wir jetzt wieder in privatbesitzliche Flächen in städtischen Besitz bekommen, wo Kleingärten drauf sind. So. Das hat bisher noch keiner gesagt, aber es ist ja so, wir haben eine Kleingartenanlage, die gehört irgendjemandem, irgendeiner Firma. So, und ist natürlich das ewige Damoklesschwert, ob das denn dann noch Kleingarten bleibt, weil man kann ja diese Fläche auch wieder verkaufen. Deswegen verstehe ich die Position der AfD, ehrlich gesagt, überhaupt nicht, die dann sagt, jo, cool, Kleingärtner, habt doch bitteschön irgendwie dann weiterhin Angst, dass ihr in 2, in 5, in 10 Jahren an irgendeine Heuschrecke verkauft werdet und dann kommen wir da irgendwie wieder eine Waschstraße drauf oder einen Einkaufsmarkt, einen Netto oder vielleicht auch irgendwie ein paar Wohnhäuser. So, also hier ist jetzt ein Vorgang, dass wir, schön, für 20 Euro pro Quadratmeter, wir kriegen jetzt hier ziemlich große Fläche an Kleingarten zurück. Und ich nehme an, das ist auch ein Grund, warum der Kleingartenbeirat hier sehr freudig mit zugestimmt hat. Die zweite Sache, an die ich erinnern möchte, ist, was hat uns denn überhaupt in diese Lage gebracht? Oder anders gesprochen, der Mensch, der das da besitzt, der hat das doch nicht schon seit den 80er, 70er, 60er Jahren besessen. Der hat es ja irgendwann mal gekauft. So, und dann, was hat er damit gemacht? Dann hat er es liegen lassen. So, und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, ist das denn eigentlich sinnhaft, dass irgendjemand eine riesige Fläche besitzt und damit nichts macht und einfach nur wartet, bis der glückliche Zeitpunkt kommt, wo entweder die Stadt oder irgendjemand anders ihm das für unendlich viel Geld abkauft? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Jetzt könnte man sagen, Schulte, jetzt sei mal still, das ist nicht kommunale Aufgabe. Doch ist es, denn unsere höheren Stellen haben uns jetzt die Grundsteuer C geschickt. Und ich bin mal sehr froh oder sehr gespannt drauf, wie die Diskussion sein wird, insbesondere auf der Seite des Stadtrats, wenn es dann darum geht, aktiv wirklich das Liegenlassen von Grundstücken zu verhindern, damit wir in Zukunft nicht wieder in diese Lage kommen, in die wir jetzt gekommen sind. Meine Damen und Herren, 3 Minuten, Dankeschön und vielleicht war ich ja der Letzte, mal gucken.